Im Mittelpunkt des heutigen Börsentages standen aktuelle Bemerkungen aus dem Hause der Ratingagentur S&P. Zum einen wurde der Ausblick für die Bewertung der Kreditwürdigkeit von 15 Euro-Staaten nach unten genommen, gesenkt sozusagen. Und damit sind nun auch Staaten wie Deutschland, wie Finnland, wie Frankreich, Luxemburg, die Niederlande oder Österreich davon bedroht, das AAA-Rating, also die Bestnote, zu verlieren und herabgestuft zu werden. Und infolgedessen könnte nun auch die Bestnote AAA für den Euro-Rettungsschirm ESFS bedroht sein. Denn dies wäre eine logische Konsequenz, falls es eben bei einem der eben genannten Staaten zu einer Herabstufung kommen sollte. Möchte S&P hier am Ende einfach nur den Druck auf die Politiker erhöhen, die dann am Donnerstag und Freitag auf dem EU-Gipfel teilnehmen, um neue Lösungsvorschläege zu diskutieren, was die europäische Schuldenkrise angeht? Großes Fragezeichen. Das wurde heute an den Märkten diskutiert. Das drückte auch auf die Kurse so ein wenig, die aber dann letztlich gestützt werden konnten durch gute Daten aus der deutschen Industrie. Hier stiegen nämlich die Auftragseingänge so stark wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Die starke Auslandsnachfrage sorgte hier dafür, dass im Monat Oktober 5,2% mehr Bestellungen an Land gezogen werden konnten als noch im Vormonat. Der DAX notiert aktuell bei 6.045 Zählern, gerade mal mit 60 Punkten oder 1% im Minus, hält also die psychologisch wichtige Marke von 6.000 Zählern. Und das, obwohl wir zwei große Verlierer im deutschen Aktienindex zu verkraften haben. Zum einen die RWE-Aktie, die mit einem beschleunigten Verfahren eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat, die eigentlich 2,5 Milliarden Euro einbringen sollte, aber letztlich sind nur 2,1 Milliarden zusammengekommen. Deswegen heißt es jetzt aus dem Hause RWE, müsse dies Ganze kompensiert werden durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, die dann durchgeführt werden sollen. Die Derivateanleger halten sich derzeit aber aus RWE-Scheinen deutlich zurück. Man wartet, wie der Markt das Ganze hier in den kommenden Tagen aufnehmen wird. Und die Metro hat eine Umsatz- und Ertragswarnung von sich gegeben. Das sieht nicht so aus, dass diese Vorgaben des vergangenen Jahres gehalten werden können. Der Umsatz wird wohl deutlich unter dem Vorjahreswert von 67,3 Milliarden liegen und der operative Gewinn unter 2,4 Milliarden Euro. Auch hier gibt es erstmal eine starke Zurückhaltung der Privatanleger.